Oh yeah. Willkommen in der Sandwich-Fabrik. Ey, scheiße, es sind noch original eine Stunde, bis wir los müssen, ne? Ey, ich sag euch eine Sache, ne? Wegen Arndt, die haben wir nicht eine Stunde geschlafen. Er ist Pack-Unweltmeister. Er ist letzter Platz. Er hat nicht mal Teilnehmerurkunden bekommen, ne? Es ist 1.25 Uhr. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Das ist noch auf jeden Fall mächtig gut. Boah! So? You know what? This Cheddar Flow sounds better than average. Heute geht es ab. Wir fliegen nach Miami. Was geht ab? Ja, eigentlich bin ich total müde. Ah, ich habe auch eure Rückenschmerzen. Ich glaube, ich habe keine Rückenmassage. Guck mal, ne? Was denn? Diese Dollars, Dollaroni. Ey, die müssen wir mitnehmen, oder? Dieser Dollar, ne, wird in so ein fetter Automat gesteckt. Spaß, wir fahren nicht nach Las Vegas. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier und es werden Sandwiches gemacht, die im Flug zerfetzt werden. Wir müssen das nicht mal, Dings, ne? Geistes. Sauber machen gleich. Wir müssen auf jeden Fall ein neues Wort einführen, Kimi Girl. Für? Für den Flug jetzt. Wir müssen das Vokabular erweitern. Ich schlage vor, wir sagen jetzt Apno. Apno. Dieses Sandwich wird Apno. Das wird Apno. Für abnormal. Okay, es wird auf jeden Fall Apno. Ey, ich bin... Shit. Käse! Weißt du, wie heiß Käse ist, der heiß ist? Es geht gleich los. Wir werden zum Flughafen fahren. Es wird diesmal sehr chillig, weil wir nicht nach Frankfurt müssen, nicht nach Berlin müssen. Wir sind noch nie richtig aus Hannover geflogen, ne? Wir wollen aber trotzdem 3 Stunden früher da sein. Um 7 Uhr morgens geht der Flug. Das bedeutet, wir wollen um 4 Uhr da sein. Das bedeutet, wir müssen hier um 3.20 Uhr losfahren. Also in 2 Stunden. Boah, also ich sehe auf jeden Fall nicht so aus, dass ich heute irgendwo hingehe. Guck mal mich an, guck mal, was ist das denn? Ich liebe Flughafen, Flugzeug mit dir. Guck mal bitte die Sandwiches. Day on the broadening side of life. Boah, ich schwöre, wenn gleich irgendein Polizist sagt, kein Essen mit auf Flugzeug, ne? Yes. Ich sag, weißt du was? Ich trenne mich nicht von meinem Sandwich. Arriving here at the airport of Hanover. London Heathrow. Es ist noch gar kein Check-in. Digga, wir sind viel zu früh. Sind wir wirklich zu früh? Wir sind viel zu früh. Nein, da steht noch nicht mal Check-in. Yes, sir. Sir. Also, der Stand der Lage, wie ist der? Stand der Lage ist so, wir sind dumm. Wir sind so viel zu früh gekommen. Na, ich schwöre jetzt. 4 Stunden zu früh. Ja, ehrlich. Nein, okay, 1 Stunde zu früh, aber das ist nicht so schlimm, weil hier gibt es Eisautomaten. Ja. Hier könnte man sich jetzt schon... Also, Kim versucht seit einer halben Stunde hier Jailbreak bei diesen Dings zu machen. Ja, es irgendwie funktioniert nicht so ganz. Ja, ich versuche das zu tun, aber es funktioniert nicht. Wir könnten jetzt zu McDonald's gehen oder wir könnten jetzt hier warten. Was tun wir? Wollen wir gucken, was es bei McDonald's gibt? Digga, wir haben uns Sandwiches gemacht. Du hast für 80 Euro eingekauft. Hätten wir uns mal Euro-Witches gemacht. Sandwiches, Euro-Witches. Ey, wir sind echt müde, ne? Ey, ich komm nicht klar. Es geht los! Da steht immer noch nicht Check-in bei uns. Wenn es um, ich glaube, ab 5 Uhr... Es ist jetzt original 4.48 Uhr. Wir sind um... Ey, wir sind... Ich bin so lange wach schon. Das ist so Wahnsinn, Digga. Du bist gleich lange wach. Außerdem hast du heute Morgen länger geschlafen als ich. Bis wie viel Uhr hast du geschlafen? Ich war um 7.50 Uhr auf. Ja, du sagst ja seit Wochen, dass du 7.50 Uhr aufstehst. Einfach geschneckt. Einfach bei McDonald's gibt es jetzt diese Pizzataschen. Ich schwör's euch, ich glaube, ich war die erste Person, die das probiert hat, weil wir einfach komplett hier in der Nacht sind. Und jetzt können wir schon, ich kann nicht reden. Jetzt können wir schon zum Check-in. Ich habe unnormal Angst jetzt wegen unseren Koffern, ne? Was soll passieren? Wir gehen da jetzt hin, ne? Die werden sagen, ist ein bisschen zu viel. Okay, hier ist der Check-in. Ey, ich bin so gespannt. Also Adis Koffer ist sogar auch nochmal wirklich viel dicker und größer als meiner. Let's check in. Hi. Guten Morgen. So, haben Sie Gepäck zum Aufgeben? Ja. Ja, eigentlich gehen wir nicht so gerne auf, aber heute gehen wir mal das hin. Okay, was schätzt du? Bei dir hier. Okay, nächstes Mal bitte weniger, ne? 23 ist maximal. Oh, okay. So, jetzt deins. Du hast auch, ey. Das, entweder zahlen wir es zu, wir nehmen was raus, weil das ist zu viel jetzt. Okay. Was würde das kosten? Nichts an. Keine Ahnung. Eigentlich haben sie nur 23. Dann haben sie Glück. Ja! Oh. Noch nicht wach, ne? Ja, schläft noch. Wenn ich im Lotto spiele und gewinne, dann sind sie alle beteiligt. So, das geht dann bis Miami. Dann für jeden 2 Bordkarten bis Miami. Und hier ist das Gate Nummer 20 dann. Dankeschön. Danke sehr. Ah, tschüssi. Boah, das klingt so geil. Wie chillig. Das ist chillig. Ja, wie krass. Also ich habe ehrlich, ne, ich habe geguckt, ne, eigentlich, man muss so 10 bis 20 Euro, ne, pro Kilo drauf zahlen. Hä, wie chillig. Papalapap.
Ich bin so müde, unglaublich. Wieso bist du müde? Ich bin, dass du müde bist. Ey, ich bin so müde, ne? Ey, wie geil ist das bitte? Wir kommen einfach mit unserem ganzen Gepäck nach Amerika. Du hast fucking 30 Kilo dabei, Alter. Ich habe schon immer gewusst, dass wir das schaffen. Wir haben lange dafür trainiert. Wir haben die Koffer vollgepackt bis zum geht nicht mehr. Wir haben aus den einen Koffer noch einen halben Koffer draufgepackt. Wir haben aus 23 Kilo mal ganz schnell 30 Kilo gemacht. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben immer an uns geglaubt. Ist das, genau. Ist das, weil, ist das auch wegen dem, ist es auch der Team Spirit gewesen heute? Das war selbstverständlich auch der Team Spirit, der dazu beigetragen hat, dass wir heute zu so einer Leistung entstanden waren. Und ich bedanke mich bei allen unseren Fans und Zuschauern, dass sie immer an uns geglaubt haben und auch mit uns manifestiert haben. Sowas trägt einen dadurch. Und jetzt geht's ab ins Flugzeug und holen uns das Ding. Auf jeden Fall, es geht jetzt los. Ich fliege nach London. Ich glaube, wir fliegen nur anderthalb Stunden, voll easy. Ich glaube, wir sehen dann auch den Sonnenaufgang und so. Dann beginnt der Tag. Ich bin null müde. 0,0. Also ich weiß, ich glaube, ich werde auch nicht mehr müde. Und wenn ich jetzt 24 Stunden wach, mal gucken, wie die nächsten 24 Stunden werden. Ja? Mhm. Ey, krass, Mann! Heilst du? Man ist so die ganze Zeit im Vorbereitungsstress gewesen. Ich glaube, also, ich habe mich gar nicht gestresst. Ich sag ehrlich, 20 Minuten bevor wir losgefahren sind, war mein Koffer zu. Ey, jetzt mal im Ernst, realisierst du, dass wir gerade in einen Flugkörper steigen? Ich realisiere. Dass unsere Reise losgeht? Ich weiß nicht, ob ich das schon so richtig realisiere. Ich realisiere jetzt langsam nur den Pilot, Jimmy Jackson. Woo! Ey, weißt du überhaupt, welcher Ding so wir sitzen? Ja, das ist der hier, ne? Goodbye, rainy Germany. Seht ihr die? Das brauchen wir nicht, Alter. Wir sind hier eingebüßt. Bloß sein, Alter. Ey, siehst du diese Dinger hier? Regentropfen. Regentropfen? Weg damit. Weg damit. Ich hab mir auch mal geschaut. 15,5 Stunden Reise vor uns, dann sind wir da. Ja. Auf entspannt. Ey, ich schwör's dir, ne? Wir müssen jetzt irgendwie wach bleiben. Ich bleib auch noch mal wach. Und dann können wir auf so einen Flug nach Miami schlafen. Genau, da können wir schlafen. Okay. Boah, das sieht so flauschig aus, ne? Ich bin flauschig. Ich hab Hunger. Kann ich das eine Crispy Chicken Sandwich essen? Du kannst, was du willst. Ey, wir haben locker, ne? Wenn man alle Kabel, die wir mithaben, ne, so aneinander reihen würde, das würde locker von hier und so und sechsmal um den Mond und zurück und wir können den Mond zu uns ziehen. Safe. Wie viele Kabel wir haben eigentlich? Dein Kopf, Alter. Unsere Augen verlieren sie, was das denn für ein Sport? Über 6,7 Milliarden Menschen sehen die Welt durch die Bildschirme. Wenden Sie sich ab, sehen Sie die Realität. Yeah. I wanna show you up. I wanna show you up. Ey, es sah so krass aus gerade, ne? Als wir gelandet sind, ich saß ja am Fenster, du hast geschlafen. Wir sind über London geflogen. Ich hab Sightseeing-Tour gemacht. Ey, ehrlich? Ich hab das London eingesehen. Warum sagst du mir nicht? Hä, weil ich hab dir das aufgenommen. Ich hab das. Alter, geil, Digga. Nein, hä, du hast geschlafen. Ich wollte es auch sehen. Das hättest du nicht sehen können. Ich hab sie aufgenommen, ich zeig's dir gleich. Jetzt müssen wir erstmal, ich weiß nicht, ob wir nochmal einchecken müssen. So zum anderen Flug, ne? Lass uns einfach mal raus. Hello, do you know where we come to Miami? So, Digga, damit wir auch Will Smith in den Flughafen Miami checken. Flight Connection All Terminal. Terminator. Ist hier warm? Ist hier kalt? Jetzt gerade richtig angenehm. Lauwarm? Ja, schön. Wieder Bowling gucken. Hier. Direkt gefunden. Terminal 3. Wie krass habe ich den gefunden? Willie Smith. Smithson. Welcome to Miami. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Schlaf noch nachholen. Ich merke, ich bin ein bisschen kaputt auf jeden Fall. Bist du ein bisschen, weißt du, so... Alles Liebe. Gesundheit. Ey, dieser Flughafen ist so riesig, die haben uns gerade mit Zug, nee, mit Bus abgeholt. Jetzt fahren wir einfach mit dem Bus durch den Flughafen. Ich schwör's dir, jetzt fliegen wir im Flughafen zum anderen Terminal. Eigenes Land. Ey, Mann, das ist so cool. Jetzt geht die Sonne gerade auf und das ist so cool. Geistesgefritzelt. Und ich weiß, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen am Flughafen Zeit, 4 Stunden. Und ich würde ziemlich ins Büro auseinandernehmen. Ich glaube nicht. Wusste ich doch, du bist auch müde. Dich erwischt auf frischer Müdigkeit. Ich bin unnormal müde. Hast du Angst, dass hier was geklaut wird eigentlich? Was? Was ist das für eine geile Konstruktion? Mach das, damit du nichts tragen musst. Und das ist echt süß, Mann. Oh Mann, gib mir was. Ich schwöre, gib mir was, ich will auch was tragen. So uncool wie möglich durch den Flughafen. Nein, und du bist trotzdem noch cool. Treppen auch noch? Du bist ja verrückt. Go and to Miami. Wir haben auch den zweiten Sicherheitscheck durchstanden. Alles ist sicher.
So, und jetzt haben wir noch 4 Stunden Zeit. Boah, was machen wir? Ey, das Gate wird erst um 10.30 Uhr geschaut. I wanna show you how. Boah, dann haben wir noch 2 Stunden. Bis das Gate erstmal gezeigt wird? Ja. Okay, dann lass uns erstmal irgendwo Dings und Wasser holen. Oh mein Gott. Genau da. Was okay, nehmen wir? Denkst du, das ist schon das Günstige, wo gibt hier? Ja, ne? Wahrscheinlich. Let's go. Quick 5 customers are now looking to board 5. Once again, once you get to the self-boarding gate, just scan the barcode and wait. Ja, es geht jetzt offiziell los. Wir mussten ja gerade noch mal kurz herrennen, weil wir eben noch so ein scheiß Video gefilmt haben. Wir sind so doof. Wir steigen jetzt in einen Flieger. Wir fliegen dann mit 10 Stunden. Sind wir in der Loading? Ich bin jetzt wirklich richtig gespannt, Alter. Boah, krass. Jetzt geht's los. Du weißt, ne, wir verlassen dieses Regenwetter, ne? Bam, Miami. Will Smith Cabriolet. Lelele. No going back, wir steigen jetzt in diesen fetten Airbus 06-13-900. Und dann geht's ab, Alter. Das fühlt sich ein bisschen an wie Auswandern, Alter. Letztes Mal, als wir so lange weg waren, waren auch 3 Wochen und das war. Nee, hä? Okay. Schon weniger. Also Australien? Ach so, Australien, ja, stimmt. Ja, Mann, jetzt sind wir wieder fast einen Monat weg. Ich bin so gespannt, ne? Schieß! Erwischen wir da raus. Ey, bitte, ist dein Traum wahr geworden jetzt hier, Alter? Einfach am Fenster. Guck mal erstmal, wo lange wir fliegen, Dicker. Ecuador, Dublin, Poco Puente, Alimiero. Ey, Freunde, ey, wir haben so Baba-Plätze, ne? Wir sind einfach. Wir haben ein Fenster gehabt. Wir saßen letztes Mal, saßen wir in der Mitte, die ist riesig hier am Rand. Ich glaube, dir irgendwer kommt noch hier an den Rand. Aber ich stell dir vor, wir in diesem Platz frei. So krank. Scheiße. Auf jeden Fall 10 Stunden jetzt. Ich glaube, das wird geil. Stabil. Ey, wir haben unnormal das geile Meal bekommen. Also, ja, das ist voll geil, dass wir haben hier einmal so ein. Happy mit dem Meal? Ja, unnormal. Irgendwie so Chicken mit Rice. Dann haben wir hier ein Brownie, ein Salat, so Vanilla-Cookies mit Kakao-Cream. Oha, und dann auch noch so crunchy, spicy, nicely thing. Und noch so ein Burgerbrötchen. Hä? Und das ist ja das süßeste Wasser überhaupt. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich liebe Flugzeugessen. Ich schwöre, ich finde das so geil. Toll. Super Bowl Halftime Show mit einem Eiscreme Snack. Wir haben beide gerade wach geworden, Digga. Einfach zum Frühstück Eiscreme. Ey, wirklich, ne? Ich habe irgendwie so ein Schmerz auf meinem Ohr, aber ich habe und als ich mich ein bisschen hingelegt habe und aufs Ohr gehauen habe, deswegen tut das wahrscheinlich weh, habe ich irgendwie erstmal realisiert, dass wir gerade in diesem Flugzeug Richtung meines Traums sind. Also, das ist so krass. Das wird ne? So crazy, ne? Ich realisiere das alles gar nicht gerade. Und wir haben jetzt einfach wirklich zwischendurch so Eiscreme bekommen. Diese Eiscreme Chocolate or Vanilla. Ich so, can you make it a swirl? Bad, wir sehen uns im Bett. Wir fliegen um die Welt und dafür brauchen wir Geld. Es gibt uns unser Geld und wir fliegen um die Welt, Welt. Und wir sehen uns im Bett. Bonito, Bonito, Bonito. Yeah! Kranker Tune. Was? Was ist das? Meine Applikation, um zu schlafen. Einfach so ein aufblasbaren Schlitten, Digga. Ich dachte, es wäre Pullover oder Torso, irgendwas. Tor was? Man macht sein Gesicht, seine Arme hier rein. Und dann chillt man hier, weißt du? Das ist super geil. Ey, wie kann man so equipped sein, Digga? Denkst du wirklich, ich schlafe? Hm? Ey, das ist die coolste Maske, die ich je gesehen habe. Verdammte Scheiße. Die 2 coolsten Socken kommen nach Amerika. Verdammte Scheiße, Kim. Yo. Die werden uns vielleicht nicht einreisen lassen. Die so, ey, you man, you way too cool. Ey, Mann, es wird voll lange noch dauern, bis wir wahrscheinlich erst mal drin sind, oder? YOLO, geil. Willst du es wirklich bequem? Alter, gar nicht. Aber man könnte das auch hier hin machen. Und dann hat man so ein Bett. Oh mein Gott. Das ist da vorne in der Ecke, Mann. Ich schnapp mir jetzt alle Utensilien, die Kim mitgebracht hat, und reiß sie an mich. Warum hast du denn echt nichts mitgebracht? Digga, wie witzig sieht das aus? Digga, wie einfach. Ja, Leute, wir brauchen Schlaf offensichtlich. Man merkt es auf jeden Fall. Wir sind gerade schon mies über Amerika, Leute. Hier, wir fliegen über diesen Frischkäse, Alter. Und wir fliegen schon 7 Stunden 44. Kommt dir das so vor? Nee, ich komme gar nicht klar. Ich gar nicht. Er liest hier was und dann wollte ich gerade mein Handy aufladen. Guckt euch das mal bitte an. Was ist das für ein Salat? Ey, ich muss den. 8 Minuten, Freunde. 8 Minuten. Und dann landen wir, ey, einfach 10 Stunden hier in diesem Flugzeug, Alter. Was haben wir die ganze Zeit gemacht? 3 Stunden später. PCBP, Consul Information Desk, PCBP. Ey, Leute, Film. Kim hat Bange. Ich hab auch nochmal Angst. Ich bin so dumm. Ne? Ich wollte einen AirTag. Ich hab Adi noch gesagt. Ich hab uns extra welche gekauft. Ich so, tu einen AirTag in deinen Koffer. Dann hab ich vergessen, in dem Stress irgendwie. Bleib locker. Oh Mann, ey, Mann. Ey, wir sind gerade auf jeden Fall richtig. Es hat richtig lange gedauert, bis wir Dings durch die Passkontrolle gekommen sind. Also. Und dann kamen wir gerade hier an. Und dann stand der Koffer einfach hier rum. Und jetzt kommen irgendwie keine Koffer mehr von unserem Flug. Und Leute vermissen ihre Koffer. Ey, ich hab so Angst, dass der aufgeplatzt ist. Ne? Der ist nicht aufgeplatzt. Einfach viele Leute vermissen gerade ihre Koffer. Und hier ist ein riesen Chaos, wie man sieht. Ey,
Ich schwöre, da sind so coole Sachen drin. Nein, oh Mann, ich hab keine Ahnung. Doch, es kommen jetzt noch Koffer. Ich schwöre auf alles? Ja. Woher weißt du das? Weil das da piept. Das bedeutet immer, dass Koffer kommen. Weil du laberst. Du hast doch hier noch nie gearbeitet. Oh mein Gott, also wir standen jetzt, also wir sind so schon seit anderthalb Stunden hier, aber ey, wir hatten gerade ein mieses Interview, ne? Hier reinzukommen, das ist nochmal was ganz anderes. Also wir haben hier unser Visum und so, unser Esther, aber da wurden auch voll viele Leute einfach so mäßig abgewiesen und so, ne? Das ist voll krass, Mann. Das war gerade schon also super aufregend. Also ich bin schon froh, dass wir jetzt hier drin sind, aber ey, wenn mein Koffer weg ist, ne? Dann weine ich. Ey, warum sind hier so viele Menschen mit Luftballons? Wartet irgendjemand auf uns? Wir sind auf jeden Fall offiziell da. Es sind einige Koffer aus London, haben irgendwie den Flug nicht geschafft und sind jetzt irgendwie in einem anderen Flieger. Das macht mich ganz unruhig, das macht mich sehr unruhig. Und jetzt kommt er irgendwie heute um 23 Uhr nachts erst an und dann liefern die mir den wohl morgen. Meinte er, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier nochmal zu so einem Baggage Claim und das auf jeden Fall denen die Adresse geben und so. Ey, ich hoffe einfach, dass das morgen ankommt, ne? Aber ey, wir sind jetzt einfach da, Mann. Klar, Digga. Eine Ewigkeit später. Jetzt ist das Ding, wir sind vor 3 Stunden hier gelandet. Ey, wir sind vor 3 Stunden gelandet. Ist das nicht krass, Arti? Wir müssen jetzt eigentlich unseren Mietwagen abholen. Ey, ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin, weil eigentlich stand da, also eigentlich sollten wir den um 17.30 Uhr abholen. Und dann stand da, ja, falls es zu spät kommt, sagen sie uns Bescheid. Dann hat die Telefonnummer nicht funktioniert. Das bedeutet, wir sind wahrscheinlich viel zu spät. Keine Ahnung, wo das noch ist. Es ist alles, wir kriegen das hin. Haben wir gute Nachrichten? Ehrlich? Siehst du ihn? Nein, das ist der nicht, oder? Der blinkt. Ich schwör auf alles. Ey, hier ist ja Autoparty, hier blinken einfach alle. Ey, wie warm ist es? Ich glaube, jetzt sind wir gerade erst richtig in Miami. Ey, wir holen jetzt gerade diesen Mietwagen ab. Es hat Gott sei Dank alles geklappt mit der Kreditkarte, mit dem Buchen, mit dem Dings. Was geht hier ab? Ey, das sieht ja so sexy aus alles. Warte, J. Der hier? Yeah! Jetzt geht's los, jetzt geht's los.